Future. Captain Future und seine Mannschaft sind auf der Jagd nach dem Zauberer vom Mars, nach Kualon. Er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und will den größten Schatz in der Geschichte des Weltalls aus dem sogenannten Parallelraum rauben. Future ist als Kualons Mitarbeiter verkleidet an Bord des Raumschiffs Nova gegangen, das in den Parallelraum fliegen soll. Er wird während des Flugs entlarvt und kann sich gerade noch auf einen vereisten Planeten retten. Dieser Planet taut aber nach einer langen Eiszeit und plötzlicher intensiver Sonneneinstrahlung auf und ist im Begriff, im Hochwasser unterzugehen. Haben Sie etwas über Harris Haynes herausbekommen? Nein, nicht viel. Das ist aber schade. Was soll ich als nächstes tun? Legen Sie das rote Kabel zum Stecker vom Computer Nummer 7 und dann sind wir fertig. Professor! Professor! Es ist schrecklich, etwas Schreckliches ist passiert. Der Captain befindet sich in Kualons Raumschiff. Was ist los? Wir hatten Kualons Basis endlich gefunden und Ken gerettet. Da ist der Captain als Kusuruku verkleidet mit an Bord des Raumschiffs gegangen und gleich abgeflogen. Wir sind zurückgeblieben und haben nur durch Zufall die Raumfähre wiedergefunden. Ohne die Hilfe dieser merkwürdigen Höhlenbewohner hätten wir das aber nie im Leben geschafft. Wie mutig der Captain ist, einfach in ein feindliches Raumschiff einzusteigen. Aber dann ist er ja in Gefahr. Wir müssen etwas tun. Wir werden sofort unseren Konverter für die fünfte Dimension ausprobieren und den Captain suchen. Ja gut, Professor. Alles fertig machen zum Start. Triebwerke starten! Triebwerke starten! Komet abheben! Komet abheben! Wir müssen noch vorsichtig damit umgehen. Sie können sich auf mich verlassen. Den Konverter für die fünfte Dimension einschalten. Ich schalte ihn ein. Er ist voll mit Energie aufgeladen. Den Computer Nummer 7 einschalten. Ich schalte den Computer ein. Hauptschalter einschalten. Ich schalte den Hauptschalter ein. Muss der Parallelraum sein, in dem Harris Haynes war. Ich frage mich nur, wohin Kualon in diesem Raum fliegen will. Wir müssen ihn unbedingt finden. Stellen Sie den Laserstrahlenempfänger auf die höchste Empfindlichkeit ein und beobachten Sie den Radiumkompass genau. Okay. Ich habe alles getan, was ich konnte. Jetzt kann mir nur noch Glück weiterhelfen. Oh, das ist doch die Komet. Hallo! Hallo! Es ist zwar sehr gefährlich, aber wenn ich es nicht mache, finden Sie mich nie. Der Apparat wird explodieren, wenn die beiden Drähte sich berühren.
habe gewusst, dass wir sie lebend wiederfinden. Kulun und seine Mitarbeiter fliegen bestimmt zu einem der beiden Doppelplaneten. Folgen wir ihnen. Wir werden sie erwischen, das verspreche ich Ihnen. Innerhalb kürzester Zeit kommt die Komet bei dem Doppelplaneten an. Nur wissen Future und seine Leute nicht, auf welchem der beiden Planeten sich Kulun befindet. Captain, sehen Sie sich das Messgerät an. Hm? Es muss hier ein Planet in unmittelbarer Nähe sein, der mindestens so groß ist wie die Erde. Sehen Sie doch. Das kann nicht sein. Hör bitte mit diesen schlechten Scherzen. Wieso? Auf dem Bildschirm ist doch gar nichts zu sehen. Du musst dein Messgerät mal überholen lassen, es funktioniert nicht mehr. Das hättest du schon lange getan haben können, du alter Spinner. Was hast du gesagt? Hören Sie mit dem Streit auf, Greg und Otto. Das Gravitationsmessgerät kann nicht kaputt sein. Was soll das heißen? Was würden Sie sagen, wenn das ein unsichtbarer Planet wäre? Was haben Sie gesagt? Was? Ein unsichtbarer Planet? Ja, er ist transparent. Ein transparenter Planet? Es klingt zwar unwahrscheinlich, aber es ist wirklich ein unsichtbarer Planet, auf den die Future-Mannschaft hier im Parallelraum gestoßen ist. Oh. Captain! Captain! Greg! Wir nähern uns also einem Planeten, der wirklich unsichtbar ist. Wahrscheinlich durch eine uns unbekannte Polarisation des Lichts. Durch Polarisation? Meinen Sie, dass die Lichtwellen hier nur auf einer ganz bestimmten Ebene schwingen? Ja, ich glaube, dass durch eine unbekannte Kraft die Struktur der Materie so beeinflusst wird, dass sie nur polarisiertes Licht reflektiert. Und was wollen wir jetzt tun? Wir werden auf diesem Planeten landen. Das ist eine ziemlich verwegene Idee. Ich kann nicht mal mehr das Messgerät sehen. Der Radiumkompass zeigt deutlich, dass Kuoluns Raumschiff sich hier in der Nähe befindet. Wir müssen also landen. Aber... Sie können mir ruhig vertrauen, Greg. Was machen Sie denn da, Captain? Ich schraube das Deckglas vom Messgerät ab. Was, Captain? Wollen Sie die geringen Stromstöße des Gravitationsmessgeräts etwa mit den Fingern fühlen? Es bleibt mir nichts anderes übrig. Wie bitte was? Captain Future kann sich bei dieser Landung nur auf sein Gefühl für die Technik verlassen. Hey Greg, der Anflugwinkel ist viel zu steil. Erhöhen Sie den Schub des Vertikaltriebwerkes bitte um 50%. Ja, Captain. Ich erhöhe die Schubkraft. Ich merke nicht, dass sich der Anflugwinkel verändert. Augenblick noch. Ja gut, ich hab's geschafft. Ein harter Aufprall bei der Landung wird sich aber nicht vermeiden lassen. Wenn ich es Ihnen zurufe, fangen Sie das Raumschiff mit dem Vertikaltriebwerk ab. Ja, gut. Ich fühle genau, dass wir schnell an Höhe verlieren. Wir werden gleich landen. Achtung! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Das haben Sie wirklich gut gemacht, Captain. Schwierig wird's jetzt erst. Wenn Kuolun wirklich in der Nähe ist, dann hat er bestimmt gehört, dass wir gelandet sind. Wir müssen uns beeilen. Greg, Ken und ich werden aber hierbleiben. Passen Sie gut auf. Kommen Sie, Otto. Achten Sie nur auf den Strahlenkompass und sagen Sie uns die genaue Richtung. Ja, das werde ich tun. Captain, die Richtung ist 2 Uhr. Ich verstehe das aber nicht, Captain. Wenn alles transparent oder unsichtbar ist, wie können wir dann das Licht der Doppelplaneten dort sehen? Das sind besondere Lichtwellen. Sie sind so stark, dass sie direkt auf unsere Sehnerven einwirken. Es wird also kein Bild auf der Netzhaut erzeugt, sondern die Sehnerven erhalten einen direkten Stromimpuls und leiten ihn ans Gehirn weiter. Augenblick mal! Captain, das Gerät zeigt an, dass wir vom genauen Kurs abgekommen sind. Gut,
Dann gehen wir weiter nach links. Wir nähern uns dem Ziel. Otto, stellen Sie schnell das Gerät ab. Da kommt jemand. Vielleicht ist es schon Kuo-Lun. Ich höre die Schritte nicht mehr. Nicht schießen. Wir könnten uns gegenseitig treffen. Was war das? Was ist das für eine Stimme gewesen? Das war bestimmt Kuo-Lun. Wir sollten lieber kein Risiko eingehen. Sonst bemerkt Kuo-Lun noch, wo wir sind. Ja, das stimmt. Kann mir einer sagen, wohin uns diese Leute schleppen? Ich glaube, es sind Bewohner dieses Planeten. Das glaube ich auch. Wenn es Kuo-Lun und seine Leute wären, könnten sie genauso wenig sehen wie wir. Ich frage mich nur, ob die Bewohner uns sehen können. Das glaube ich nicht. Sie werden uns nur mit ihren Ohren wahrnehmen. Aber weshalb behandeln sie uns denn so grob? Das habe ich mich auch schon gefragt. Vorsichtig, hier ist eine Treppe. Ob es Ihnen wohl gut geht? Ich meine den Käpt'n und seine Begleitung. Wenn Sie große Schwierigkeiten hätten oder Ihr Leben in Gefahr wäre, hätten Sie uns bestimmt über den Notruf benachrichtigt. Also warten wir weiter. Oh, verdammt! Was? Uns in so ein Loch hier einzusperren? Hey, Otto, beruhigen Sie sich. Warum setzen Sie sich nicht? Warum rufen wir nicht Greg und Simon über den Notruf? Wie soll Greg denn hierher finden? Wenn er und die anderen auch noch gefangen genommen werden, haben wir keine Chance mehr, hier wegzukommen. Sie meinen also, wir sollen hier rumsitzen und nichts tun? Ja, bis wir irgendetwas sehen können. Oje, oje! Gehen Sie spazieren? Ja, ein bisschen. Ich habe Lärm gehört. Was war denn das? Wir haben Eindringlinge gefangen. Sie kommen von der Erde. Von der Erde? Ja, wir hatten Befehl, Sie gefangen zu nehmen. Dann lassen Sie mich bitte ins Gefängnis. Gut, ich kenne Sie ja. Gehen Sie rein. Wenn die Ihnen was tun wollen, rufen Sie mich. Danke. Wer ist da? Ich zeige Ihnen etwas, das es nur hier gibt. Also passen Sie bitte genau auf. Oh. Dies ist ein von mir entwickeltes Antipolarisationsgerät. Leider wirkt es nur in unmittelbarer Nähe. Kommen Sie etwa auch von der Erde? Ich brauche das Gerät inzwischen nicht mehr. Aber wahrscheinlich kann es Ihnen helfen. Sagen Sie uns doch bitte, wer Sie sind, mein Herr. Ich heiße Harris Haynes und bin Wissenschaftler. Wie? Was haben Sie gesagt? Oh, dann sind Sie der Mann, dem es als Ersten gelungen ist, in den Parallelraum vorzustoßen. Der berühmte Dr. Harris Haynes. Das stimmt. Ich habe gelesen, dass Sie von dem zweiten Flug in den Parallelraum nicht wieder zur Erde zurückgekehrt sind. Waren Sie die ganze Zeit hier? Ja, ungefähr 40 Jahre lang. Und da ich so lange hier gelebt habe, komme ich normalerweise ohne dieses Gerät aus. Aber ich habe gerade beschlossen, diesen Planeten bald zu verlassen. Also dann hoffe ich, dass Sie alle bei guter Gesundheit sind. Warten Sie, Doktor. Sagen Sie uns bitte, was die Bewohner dieses Planeten mit uns machen werden. Sie werden vor Gericht gestellt. Warum? Wenn Sie für schuldig befunden werden, mit der Absicht, hierher gekommen zu sein, den Weltraumstein zu stehlen, dann werden Sie hingerichtet. Welchen Weltraumstein denn? Captain, das ist bestimmt der Schatz, hinter dem Kuo-Lun hier ist. Aha, dann sind Sie der berüchtigte Captain Future, nicht wahr? Was? Woher kennen Sie meinen Namen? Man hat mir das Gleiche über Sie erzählt, was Sie über Kuo-Lun sagen. Hat das Kuo-Lun gesagt? Glauben Sie mir, Doktor, Kuo-Lun will diesen Stein rauben, nicht wir! Augenblick. Ist wohl Kuo-Lun etwa auf diesem Planeten, Doktor? Ja. Dann müssen Sie unbedingt die höchsten Regierungsstellen bitten, uns sofort freizulassen. Wir müssen Kuo-Lun gefangen nehmen, bevor er den Weltraumstein raubt. Das werde ich nicht tun. Warum nicht? Ich habe ihn nämlich vor kurzem erst aus einem anderen Gefängnis freigelassen, in dem er genau wie Sie hier gesessen hat. Und zwar unter der Bedingung, dass er mich auf die Erde zurückbringt. Was? Stimmt das etwa? Dann stecken Sie wohl mit ihm unter einer Decke.
Ich kann nicht entscheiden, wer von beiden hier etwas Schlimmes vorhat, Sie oder Kuo-Lun, aber für mich ist nur wichtig, dass ich zur Erde zurückkomme. Und das hat mir Kuo-Lun versprochen, wenn ich ihm behilflich bin. Was? Was haben Sie mit mir vor? Ich werde die Wache rufen. Das ist mir völlig egal. Dann werden Sie jedenfalls keine Chance mehr haben, jemals wieder auf die Erde zurückzukommen. Sie sind wirklich ein Verbrecher. Genau wie es Kuo-Lun mir erzählt hat, habe ich mir doch gedacht. Ich weiß nicht, was er Ihnen über mich erzählt hat, aber wir brauchen unbedingt Ihre Hilfe. Was soll ich denn für Sie tun? Als erstes müssen Sie mir etwas über den Weltraumstein erzählen. Aber Kuo-Lun wird in ungefähr 20 Minuten auf mich warten. Ich habe keine Zeit. Dort ist der Weltraumstein. Wir ziehen ihn mit einem Tau von oben ins Raumschiff. Aber Dr. Haynes ist doch noch gar nicht da. Auf den Trottel brauchen wir nicht zu warten. Also beeilen wir uns. Die Bewohner dieses Planeten brauchen diesen Stein. Mehr kann ich Ihnen auch nicht darüber sagen. Captain, Kuo-Luns Raumschiff startet. Was? Das kann nicht wahr sein. Oh nein, das müssen wir verhindern. Ich bin Silas Haynes. Machen Sie bitte die Tür auf. Otto, schnell! Entschuldigen Sie bitte, aber ich musste es tun. Captain, hier lang! Das darf er nicht tun. Er hat es mir feierlich versprochen. Entschuldigung, gehen Sie bitte aus dem Weg. Och. Kuo-Lun, hören Sie auf damit! Ah! Ah! Doktor! Captain! Verdammt! Ich rufe jetzt aber unser Raumschiff. Ja, schnell! Hallo, Doktor! Dr. Haynes! Ach, Sie sind's, Future. Dr. Haynes. Ich habe eine Bitte. Das weiß ich doch. Sie möchten gerne zur Erde zurück, stimmt's? Nein, das schaffe ich nicht mehr. Dazu bin ich viel zu schwach, Captain. Ich möchte Sie deshalb bitten, bringen Sie den Bewohnern den Weltraumstein zurück. Sie brauchen ihn dringend. Ohne den Stein können Sie nicht lange hier leben. Das ist mein letzter Wunsch. Dr. Haynes, ich verspreche Ihnen, dass wir diesen Leuten helfen werden. Wir müssen den Weltraumstein zurückbringen, koste es, was es wolle. Ich fürchte nur, dass Kuo-Lun den Parallelraum schon wieder verlassen hat. Wir halten uns mit unserem Raumschiff im Bereich der Koordinaten 36 bis 1643. Fertig machen zum Start! Das sind die Koordinaten, bei denen Sie das Sonnensystem verlassen haben. Wenn Sie dorthin zurückfliegen, werden Sie bestimmt wieder denselben Weg nehmen. Sehen Sie dort, Captain. Das sind Kuo-Lun und seine Leute. Ungefähr 8 Kosmomeilen vor uns. Sie fliegen genau auf den Punkt zu, den der Captain gerade genannt hat. Alle Triebwerke, volle Kraft. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben den Stein endlich. Herzlichen Glückwunsch, Doktor. Und Captain Future hat uns nicht davon abhalten können. Mit diesem Stein werden wir das gesamte Weltall beherrschen. Was ist denn das? Doktor, ein Raumschiff verfolgt uns. Gleich haben wir sie. Protonenkanonen fertig machen. Das ist Captain Future. Wir müssen ihn abschießen. Feuer! Garson, mach sofort unsere Raumfähre fertig. Okay.
Achtung, genau zielen. Wir schießen nochmal. Starten! Ich starte. Captain, das Thermostat brennt gleich durch. Es ist zu heiß hier. Was? Dieses Raumschiff wird jeden Augenblick explodieren. Captain, wenn es explodiert, wird auch der Weltraumstein zerstört. Was sollen wir nur tun? Eine Fähre verlässt das Raumschiff. Wir müssen sie verfolgen. Warten Sie, Otto. Erst müssen wir den Weltraumstein retten. Das haben wir versprochen. Also, Beeilung! Schnell hier weg! Okay. Die Future-Mannschaft konnte den Weltraumstein in letzter Minute retten und zum unsichtbaren Planeten zurückbringen. Für Captain Future war das allerdings nur ein halber Sieg, denn Kuo-Lun und Nurara konnten entkommen. Nur die Gewissheit, dass er den Bewohnern der Planeten das Leben gerettet hatte, konnte ihn darüber hinwegtrösten. Der Planet verschwindet jetzt. Dr. Haynes, wir haben Ihren letzten Wunsch erfüllt. Und langsam verschwindet ein kleiner Planet aus einer anderen Dimension im Dunkeln. Und mit ihm das Geheimnis dieser unsichtbaren Welt, die nun weiter in Frieden leben kann. Alles fertig machen zum Rückflug auf die Erde.